Und heute geht es um das Thema intuitive Ernährung. Finde ich super spannend. Sage ich immer, finde ich super spannendes Thema. Natürlich suche ich mir nur spannende Themen aus. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man mal drüber redet, weil das kann nach hinten losgehen. Also ich sehe das gerade bei Instagram sehr vermehrt, dass gerade diese großen Influencer auch immer mehr auf diese Schiene gehen. Ja, intuitive Ernährung. Ich höre auf meinen Körper und ja. Hi, 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 hi Lisa, schön, dass du da bist. Wir sprechen über intuitive Ernährung heute. Und ich habe gerade gesagt, bei Instagram, überhaupt Social Media, ist es ja gerade irgendwie voll das Thema. Auch diese großen Influencer sagen immer, ja, ich höre auf meinen Körper, ich ernähre mich intuitiv. Aber ich finde, da gibt es halt auch ein paar Dinge, die man beachten muss und es kann auch nach hinten losgehen. Also es gibt echt Leute, die das so umsetzen und dadurch halt wirklich, ja, dauerhaft bei einer ungesunden Ernährung stecken bleiben quasi. Und ich wollte mit euch heute einfach mal besprechen, wann eine intuitive Ernährung Sinn macht, ob das überhaupt Sinn macht, wer das machen kann, wer das lieber nicht machen sollte und auch wie man die Signale vom Körper auch richtig deutet, weil das ist auch so eine Sache. Man kann nicht einfach hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt Hunger auf einen fetten Schokokuchen, dann ist es jetzt bestimmt genau das, was mein Körper braucht. Aber ja. So einfach ist es halt nicht. Genau. Es muss schon ein bisschen Vorarbeit geleistet werden, dass man eine intuitive Ernährung auch wirklich erfolgreich umsetzen kann. So, ohne länger rumzureden, gehen wir auch gleich mal ins Thema. Also, ich wollte mit euch besprechen, intuitive Ernährung, die Vor- und Nachteile erstmal. Dann, wann funktioniert eine intuitive Ernährung? Also, wann macht es wirklich Sinn, danach zu gehen? Und dann werden wir noch kurz besprechen, wie man die Signale des Körpers auch richtig deutet. Also, intuitive Ernährung. Erstmal die Vorteile, damit wir gleich mal mit etwas Positivem hier reinstarten. Das positive, größter Vorteil meines Erachtens nach ist, dass man die eigenen Bedürfnisse des Körpers eben versteht und somit kontinuierlich die richtigen Nährstoffe zufügt. Und es wird kein Mangel entstehen an gewissen Mikronährstoffen oder Makronährstoffen, weil man einfach spürt, was man braucht, was der Körper gerade verlangt. Und wenn man ihm das dann auch zuführt, dann ist die Möglichkeit, dass man wirklich in einen Nährstoffmangel kommt, quasi ausgeschlossen, weil der Körper das dann wirklich signalisiert. Und vorausgesetzt, man kann es wirklich richtig deuten, wo wir noch später drauf zu sprechen kommen, dann ist es halt wirklich die beste Grundlage, weil man super versorgt ist an allem, was man braucht. Und das, was man gerade nicht braucht, führt man dementsprechend auch nicht zu. Und somit ist der Ausgleich, was man braucht, was man nicht braucht, perfekt. Die Balance ist perfekt. Dann, zweiter Vorteil ist, dass es wirklich keine Heißhungerattacken mehr gibt. Also man bekommt keine Fressattacken mehr, man bekommt keinen Heißhunger auf bestimmte Lebensmittel, da wirklich alle Nährstoffe gedeckt sind. Und wenn man das wirklich schafft, intuitiv zu machen, auf den Körper zu hören, dann ist es auch eine ja, Erleichterung, Befreiung von diesen Attacken eben. Weil gerade in letzter Zeit bekomme ich wieder viele Nachrichten, was soll ich machen gegen diese Heißhungerattacken? Ich versuche mich so gesund zu ernähren, aber dann kommen immer wieder diese Heißhungerattacken. Und wenn man das da halt schafft, wirklich intuitiv sich zu ernähren, dann werden die ganz sicher verschwinden, weil dann hat man ja alles, was man braucht, weil man genau auf den Körper hört und genau das zuführt, was man braucht. So, das war der zweite Vorteil. Dann als dritter Vorteil habe ich aufgeschrieben, dass man vieles vereinfachen kann im Leben, weil man muss nicht mehr irgendwelche komplizierten Pläne, keine Ernährungspläne mehr verfolgen. Man braucht keine Kalorien zählen, man muss nicht irgendwelche komischen Kuren durchführen und da genau irgendwas analysieren und genau auf seinen Plan achten, weil man, wie gesagt, genau weiß, was der Körper braucht in dem Moment. Und dann hört man drauf, gibt ihm das, was er braucht und dann ist auch wieder gut. Und das ist halt so fürs Leben, auch für den Alltag, eine große Erleichterung, weil man eben, wie gesagt, keine Pläne mehr verfolgen muss. Man muss sich nicht groß Gedanken machen. Und das ist für viele auch sehr befreiend. Also da fällt schon mal ganz, ganz viel Stress weg. Genau, das ist noch so ein großer Vorteil. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Vorteil und das ist auch die Freiheit von Essenszwängen, Süchten, ständiges Nachdenken über Essen, weil es gibt ja dann die Leute, die eigentlich der ganze Tag dreht sich nur ums Essen. Und das kann so fanatisch werden, dass das wirklich nur noch in Stress ausartet. Also ich hatte schon Kunden, ich kenne auch Kunden, ich war da früher auch gefährdet, dass ich wirklich den ganzen Tag mir nur überlegt habe, was soll ich jetzt die ganze Zeit, was werde ich den ganzen Tag essen, damit es wirklich perfekt ist, damit ich alle Nährstoffe habe, damit alles optimal ist. Also da kann man schon in so einen Zwang im Kopf verfallen und so ein,
wie so ein Suchtverhalten, dass man wirklich alles perfekt machen will. Und ja, das ist halt dann sehr, sehr stressig im Alltag. Und es ist einfach keine gesunde Lebensart. Also es ist irgendwie lustig, weil man versucht, so gesund wie möglich zu sein, sich so gesund wie möglich zu ernähren. Und im Endeffekt erreicht man eigentlich das Gegenteil, weil man so viel Stress sich damit macht, dass es super ungesund ist. Also das muss man auch mal beachten. Und wenn man da eben die Freiheit hat, dass man wirklich intuitiv auf den Körper hören kann, dann fällt eben dieser Stress weg. Man weiß, okay, mein Körper gibt mir die richtigen Signale, ich kann darauf hören, kann darauf eingehen. Und dann brauche ich mir auch nicht den ganzen Tag noch Gedanken machen, okay, war das jetzt gut, war das jetzt schlecht? Nee, das war einfach das, was du jetzt gebraucht hast, das war perfekt. Und dann ist auch wieder gut. Und dann kann man sich auch neben dem Essen auch noch anderen Dingen widmen im Leben. Genau. Also das finde ich auch ein großer Vorteil bei der intuitiven Ernährung, dass das eben einfach sehr, sehr befreiend ist und Stress verringern kann auf jeden Fall. Gut, dann nächster Vorteil ist, dass das Darmmikrobiom gesund wird und sich anpasst. Weil wenn man den Körper immer mit den richtigen Lebensmitteln füttert quasi, dann werden die Darmbakterien sich so entwickeln, dass es irgendwann nur noch gute Darmbakterien gibt und die schlechten eben absterben. Und das ist halt super wichtig für die allgemeine Gesundheit. Das wisst ihr auch, mein Spezialgebiet ist ja Darmgesundheit, weil es einfach die Grundlage für alles ist. Und wenn das Darmmikrobiom nicht stimmt, dann stimmt alles nicht im Körper. Und deswegen ist es immer super wichtig, da wirklich Fokus drauf zu haben, dass der Darm gesund ist, dass man die richtigen Bakterien füttert und nicht die falschen. Und wenn man eben es schafft bei der intuitiven Ernährung, ist es ja so, dass man wirklich die optimalen Lebensmittel zuführt im Bestfall. Und dann werden auch wirklich nur die guten Darmmikroben gefüttert und können sich vermehren und vermehren und vermehren. Und uns wird es immer besser gehen dadurch, immer besser. Umso mehr gesunde Darmbakterien wir entwickeln, umso besser wird unsere Gesundheit sein. Und das ist eben auch ein großer Vorteil bei der intuitiven Ernährung. Wir brauchen nicht irgendwelche Probiotika, Präbiotika, Supplements einnehmen, sondern wir wissen einfach intuitiv, ich weiß nicht, wie oft ich das Wort jetzt schon gesagt habe, intuitiv, wir wissen einfach, was das Richtige für uns ist und was unserem Darmmikrobiom und somit der ganzen gesamten Gesundheit gut tut. Und zu guter Letzt noch ein Vorteil, man hat mit großer Wahrscheinlichkeit ein ideales, gesundes Körpergewicht, weil es, wie gesagt, nicht zum Überessen kommt. Man weiß genau, was man braucht, man weiß, wie viel man braucht, man spürt, welche Mengen optimal sind, man spürt, der Körper signalisiert einem, wenn es genug ist und dann kann man auch aufhören. Also genau, und wenn man halt rechtzeitig aufhört zu essen, sich nicht überisst und nicht das Falsche isst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man sein ideales, gesundes Körpergewicht erreicht und auch beibehält auf Dauer. So, das waren jetzt mal meine Vorteile. Wenn ihr noch was habt, könnt ihr das auch gerne noch ergänzen, auch im Nachhinein. Genau, das waren so, finde ich, die größten Vorteile einer intuitiven Ernährung. Und jetzt kommen wir aber auch mal zu den Nachteilen. Und die finde ich eigentlich fast noch wichtiger, dass man die sich mal klar macht, weil da kann es eben, wie gesagt, nach hinten losgehen. Wenn man das nicht beachtet, dann. Und das ist halt das, was ich sehe bei Instagram oft. Nicht nur, klar, es gibt auch Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber es gibt sehr viele Menschen, die diese intuitive Ernährung eben nutzen, um gewisse Lebensgewohnheiten, Essgewohnheiten irgendwie zu gerechtfertigen. Und dann wird es halt schwierig. Und jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Und zwar ist es erstens, die Bedürfnisse können absolut falsch interpretiert werden. Das heißt, habe ich auch schon angedeutet vorhin, wenn man jetzt zum Beispiel Lust hat auf was Salziges, sagen wir Chips oder Salzstangen oder ein fettes Stück Pizza, salziges Stück Pizza oder was auch immer, Pommes, dann machen es viele Leute so, dass sie sagen, okay, ich ernähre mich ja intuitiv, mein Körper hat jetzt gerade Lust darauf, er signalisiert mir, dass ich das essen soll und dann hören sie auch wirklich darauf, essen dieses was auch immer, Junkfood und ja, rechtfertigen das dann damit. Sagen, okay, mein Körper wollte das. Anscheinend ist da irgendwas drin, was mein Körper gerade gebraucht hat. Und deswegen ist es ja völlig in Ordnung, wenn ich das gegessen habe. Und das ist halt das Problem. Ich meine, gut, wenn das jetzt einmal im Monat passiert oder so, gut, ich bin da immer noch keine Befürworterin dafür, weil ich finde, wenn man eine wirklich gute Ernährung hat, die einem alles gibt, was man braucht, dann braucht man auch nicht diese Cheat Days machen. Wie viele auch dann am Wochenende machen oder so, ja, wenigstens einmal am Wochenende will ich mir was gönnen oder so. Das verstehe ich halt gar nicht. Also tut mir leid, wenn ihr das anders seht, aber da bin ich raus. Also
Das kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil sobald man ein Cheat Day braucht, stimmt ja irgendwas nicht. Das heißt ja, dass du irgendwas vermisst, weil sonst bräuchtest du ja diesen Cheat Day nicht. Also ja, deswegen macht das für mich absolut keinen Sinn. Ihr könnt gerne mal auch in die Kommentare schreiben, ob das für euch Sinn macht, diese Cheat Days. Für mich macht es keinen Sinn, weil wenn ich was verlange, was brauche, dann gebe ich es meinem Körper. Und wenn man das halt nicht schafft in gesunder Art und Weise, dann stimmt irgendwas mit der Ernährung nicht. Also dann muss man, ich finde, dann muss man was an der alltäglichen Ernährung umstellen und nicht dann mit Cheat Days das versuchen auszugleichen. Also das war jetzt ein kurzer Exkurs dazu. Aber es ging eigentlich darum, dass man das eben rechtfertigt dann und diese ungesunde Essensauswahl quasi ja, sich schönredet und sagt, hey, völlig in Ordnung, mein Körper hat es gerade gebraucht. In Wirklichkeit ist es aber vielleicht so, dass der Körper dir signalisieren wollte, wenn wir jetzt bei dem Beispiel von salzigen Chips bleiben zum Beispiel, dass dein Körper eben dir sagen wollte, du brauchst mehr Natrium zum Beispiel, ja. Und dann sollte man vielleicht nachdenken, okay, was gibt es jetzt an gesunden Lebensmitteln, die viel Natrium enthalten oder einen natürlichen Salzgehalt haben? Und dann hätte der Körper vielleicht lieber was gehabt wie Sellerie, Mangold, Tomaten, vielleicht Nori-Algen, Dulse, irgend sowas. Und wenn ihr ihm das gegeben hättet, dann wäre natürlich der Hunger auf Chips oder Pizza auch verschwunden. Also das ist halt das große Problem, was ich sehe, dass die Bedürfnisse einfach ganz komplett falsch interpretiert werden. Und dann funktioniert eine intuitive Ernährung absolut nicht, meiner Meinung nach. Dann, zweiter Nachteil ist, dass eben, habe ich jetzt auch schon teilweise angesprochen, dass diese schlechte Essenswahl kann immer mit einer intuitiven Ernährung gerechtfertigt werden. Und somit ist dann ein gesunder Lebensstil quasi dauerhaft unmöglich, weil es gibt immer wieder diese Momente, wo was Ungesundes gegessen wird und das dann gerechtfertigt wird. Und somit ist der Mensch, der das so versucht, diese intuitive Ernährung umzusetzen, eigentlich ständig in einem ungesunden Lebensstil und merkt es noch nicht mal so ganz oder vielleicht ist es nicht ganz bewusst, weil man ja denkt, es ist intuitiv und ich ernähre mich ja gesund und das ist, was mein Körper gerade verlangt. Und somit ist er dann quasi immer in so einer dauerhaften, ungesunden Situation. Und das ist eben ein Nachteil, ein großer Nachteil, wie ich finde. Und es ist auch teilweise so, dass die Leute das so sagen, ja, ich muss mich langsam umstellen, was auch völlig in Ordnung ist, spricht gar nichts dagegen. Man muss nicht von nachts, also von heute auf morgen über Nacht eine Umstellung zu einem gesunden Lebensstil, Rohkost, was auch immer man als Ziel hat, machen. Das kann man in stückweise machen, umsetzen, immer Stück für Stück langsam umstellen. Aber dann muss man auch irgendwann gucken, dass man ans Ziel kommt, weil was bringt es, wenn man in dieser Umstellungsphase sein Leben lang hängen bleibt? Das ist immer ein gutes Beispiel mit Käse zum Beispiel. Käse ist so das größte Suchtpotenzial, was den meisten am schwersten fällt, von loszulassen, wenn man vegan wird. Käse ist halt absolut ja, suchtmachend, süchtigmachend. Und ja, das ist, wisst ihr auch, das ist wegen dem Protein Casein, was da drin ist. Das ist einfach dafür in dem Käse oder in Milch quasi ursprünglich ja, damit das Kälbchen eben zur Mutter zurückkommt. Und natürlich, dieses Protein macht auch uns süchtig. Wir müssen nur nicht zur Mutter zurück, sondern wir müssen halt dann zum Käse zurück. Und da wird dann oftmals immer wieder Ausnahme gemacht. Also immer wieder eine Ausnahme gemacht. Dann sagt man, ja, ich bin ja noch in der Umstellungsphase. Ich gönne mir halt jetzt, ich habe ja den ganzen Tag vegan gegessen. Jetzt abends mache ich mal halt ein bisschen Käse auf den Salat oder was es auch immer ist, Kartoffeln, keine Ahnung, überbacken mit Käse. Dann sagt man, ja, es ist ja noch okay, ich bin ja in der Umstellungsphase, alles andere mache ich ja schon perfekt. Aber irgendwann muss man halt auch mal rauskommen aus der Umstellungsphase. Irgendwann ist halt auch mal die Umstellung vorbei. Und das kann auch so bei der intuitiven Ernährung genauso sein, dass die Leute dann ständig und immer ihr Leben lang in dieser Umstellungsphase bleiben, hängen bleiben und nicht an ihr Ziel kommen, einfach nicht an ihr Ziel kommen. Und das ist halt auch so ein Nachteil, dass man das dann ja, ständig rechtfertigt damit. So, dann nächster Nachteil ist wieder das Darmmikrobiom, diesmal von der anderen Seite betrachtet. Wenn man halt immer wieder dieses Junkfood zuführt und das rechtfertigt, weil es ja intuitiv war, die Essenswahl, dann hat das Darmmikrobiom quasi nie die Chance, sich gesund zu etablieren, sich aufzubauen. Weil es kommen einfach immer wieder die Lebensmittel rein, von denen sich die schlechten Bakterien ernähren.
Und die werden dann immer wieder gefüttert, 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 gefüttert. Und sie vermehren sich und sie werden wieder gefüttert, vermehren sich wieder. Und die guten Darmbakterien, auch wenn man sich zwischenzeitlich, zwischendurch gesund ernährt, was auch immer das für jeden Einzelnen bedeutet, klar werden die guten auch gefüttert. Aber solange die anderen halt nicht aussterben, wird da niemals irgendwie eine Balance stattfinden, bezüglich auf das Darmmikrobiom. Und das ist dann auch wieder so ein Teufelskreis, weil es halt nie dazu kommt, dass die Darmflora wirklich stark sich aufbauen wird. Und dann wird man auch niemals die Süchte loswerden, die Heißhungerattacken. Und somit ist man wirklich tatsächlich in einem krassen Teufelskreis. Der wird niemals enden. Es wird niemals aufhören, wenn man den nicht einmal durchbricht. Und das geht halt dann nicht mit der intuitiven Ernährung, wenn man so weit noch nicht ist. So, jetzt gibt es einen Kommentar. Darmbakterien, meine Hausärztin hat einen Mangel an Escherichia coli festgestellt und mir Probiotika verschrieben. Außerdem habe ich einen Mangel an Pankreaselatase, ja, das ist das Enzym, genau, in der Bauchspeicheldrüse. Und jetzt muss ich auf mehr Anzeigen klicken. Wupp. Ah, jetzt. Coli Probiotika, wo waren wir? Sorry. Bin gerade in die Seile verrutscht. So, würdest du sowas nehmen und versuchen, über die Ernährung ein Gleichgewicht wiederherzustellen? Und wenn die Ernährung reicht, welche Lebensmittel helfen besonders gut? Ernähre mich zu 95% roh, okay. Und aktuell eher intuitiv. Ja. Also Lisa, bei dir weiß ich ja schon Bescheid. Du kannst es auch machen, die intuitive Ernährung. Da bin ich mir ganz sicher, dass du schon an dem Punkt bist, wo das auf jeden Fall möglich ist und auch sinnvoll ist. Also deswegen schon mal kein Stress. Und dann wegen dem Probiotika. Das ist halt so eine Sache. Es gibt Präbiotika und. Kam jetzt noch ein Kommentar? Nee. Okay, es gibt Präbiotika und es gibt Probiotika. Und Präbiotika sind die Vorstufen, also quasi das Futter für die Darmbakterien. Das ist drin enthalten in Chicorée, in Spargel. Grüner Spargel kommt ja jetzt auch wieder in Saison. Da ist es drin in Topinambur, was noch? In Bananen, genau, Bananen haben auch super gute Präbiotika. Musst du halt, kann man auch googeln, Präbiotika ja, gibt es in verschiedenen Gemüse- und Obstsorten. Manche haben mehr, manche weniger davon. Und da würde ich eher ansetzen, weil dann bilden sich deine Präbiotika, also die Darmbakterien, die bilden sich dann, wenn sie genug Futter haben. Und deshalb würde ich, also ich würde das nicht einnehmen. Ich sehe da keinen Nutzen darin, weil keine Ahnung. Ich habe noch nie irgendwie gesehen, dass das groß was bringt. Man nimmt halt dann diese Probiotika ein, aber es geht eigentlich darum, dass man das natürlich, die natürliche Darmflora aufbaut. Und wenn man die nur einnimmt in Kapselform, ist einfach nicht so effektiv. Und wenn man es dann wieder absetzt, dann hat man wahrscheinlich genau wieder das gleiche Problem. Also lieber, dass die füttern, gut füttern, damit die guten Bakterien eben wachsen können. Und dann sollte sich das erübrigen. Also jetzt würde ich wirklich an deiner Stelle vermehrt auf diese Lebensmittel achten, die wirklich jeden Tag essen, täglich. Und dann schauen, wie sich's verändert, ob sich's verändert. Und dann dieses Enzym für die Bauchspeicheldrüse. Das kann ich mir gerade nicht erklären, warum du diesen Mangel hast, weil also ein Mangel an Enzymen entsteht eigentlich nur, wenn man seine Nahrung größtenteils kocht. Also dann gehen die Enzyme kaputt. Und andernfalls, wenn man, wie du sagst, 95% Rohkost isst, dann müssten eigentlich alle Enzyme ohne Probleme gebildet werden können, weil man auch die richtigen Enzyme aus der Ernährung zuführt. Also das ist gerade wirklich so ein Punkt, wo ich gerade auf Anhieb nicht weiß. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auf Anhieb gerade keine Idee, woran das liegen kann. Es sei denn, es könnte noch mit Hormonen zusammenhängen, weil es kann auch sein, wenn der Hormonhaushalt nicht stimmt, dass dann gewisse Abläufe, auch die Enzymbildung eben gestört ist. Das kann auf jeden Fall auch zusammenhängen. Ansonsten die Bauchspeicheldrüse würde ich empfehlen, wieder auf eine fettarme Ernährung zu setzen. Fette erstmal wieder weglassen. Vielleicht kannst du auch kurz mal sagen, wie du damit gerade umgehst, ob du noch sehr, sehr fettarm isst oder
täglich Nüsse integrierst, vielleicht im Dressing abends oder wie das da gerade aussieht. Weil da würde ich dann jetzt aktuell nochmal eine fettärmere, wenn nicht sogar ganz fettfreie, also zusätzliche Fette. Fette sind ja überall drin, auch wenn du nur Obst und Bananen zum Beispiel isst, bekommst du ja trotzdem eine Menge an Fett. Gewisse Fette sind ja überall drin. Aber wenn ich sage Fette, meine ich immer so Dinge wie Nüsse, Avocados, die halt offensichtlich als Fett eingestuft werden und wirklich auch einen hohen Gehalt haben. Okay, circa dreimal die Woche Fett aus Avocado oder Nüssen. Ja, okay, dann würde ich jetzt, um die Bauchspeicheldrüse zu entlasten, würde ich das vielleicht mal 2 Wochen weglassen und dann gucken. Genau, ob es besser ist. Jetzt muss man gucken. Hausärztin, das ist halt auch so eine Sache. Hast du das über eine Blutabnahme bestimmen lassen oder wie war das? Weil es gibt ja verschiedene Tests. Kann man auch Speicheltests machen oder sowas. Und Bluttest ist halt eh immer kritisch, eine kritische Sache. Also. Und dann wäre noch meine Frage, wie spürst du das? Hast du Probleme mit der Bauchspeicheldrüse? Spürst du das irgendwie? Gibt es irgendwelche Symptome? Genau. Sonst müsste man noch mal schauen. Also wie gesagt, ich würde jetzt vermehrt auf Fett freisetzen. Und gucken, dass man die Lebensmittel, Blutabnahme, ja. Okay, ja, dann ist es schwierig. Also ich traue den Blutabnahmen immer nicht so ganz. Aber natürlich ist es ist klar, irgendwie ist es schon ein Anhaltspunkt und kann in die richtige Richtung führen. Und ich würde jetzt, glaube ich, habe ich schon dreimal den Satz angefangen. Ich würde jetzt an deiner Stelle Fette weglassen für 2 Wochen und auf die Lebensmittel achten, die eben Präbiotika enthalten. Ich habe jetzt auch gesehen, es gibt wieder grünen Spargel zu kaufen. Mach dir zum Beispiel täglich einen grünen Saft mit grünem Spargel drin. Das ist super hilfreich. Du kannst ja auch Spargel als Salat roh essen, kannst noch dünsten. Allerdings ist das wieder fragwürdig, dann gehen wieder die Enzyme kaputt und so weiter. Aber grüner Spargel würde ich jetzt auf jeden Fall vermehrt drauf achten. Bananen machst du ja sowieso schon. Und auch so Dinge wie Chicorée und bittere Blattgemüse. Chicorée, Radicchio. Rucola, genau sowas. Knoblauch. Knoblauch ist auch brutal an Präbiotika, ganz, ganz hoch. Topinambur, ja, das ist was, was man nicht so bekommt, so häufig und so einfach, aber wenn du das findest, kann man raspeln, in Salate reinraspeln oder so. Genau, das wäre jetzt so meine Idee auf Anhieb. Und dann mindestens 2 bis 3 Wochen das so machen. Viel trinken, grüne Säfte und Selleriesaft natürlich, was du eh schon machst. Ich hoffe, ja. Ich hoffe, das, ja, war sehr hilfreich. Gut. Kann man jetzt noch nicht sagen, aber so würde ich jetzt mal vorgehen. Und dann können wir auch nächste Woche nochmal sehen, ob sich schon was geändert hat oder so. Genau. Gut. Okay. Guck, so stelle ich mir das vor, Leute. Die Lisa ist immer dabei, ist immer aktiv. Und dann kann man ihr auch helfen. Aber wenn ihr euch nicht hier meldet, dann kann ich euch leider auch nicht weiterhelfen. Also Shoutout an Lisa, du machst das großartig. So, wo waren wir stehen geblieben? Darmmikrobiom. Genau, das passt doch perfekt ins Thema. Also, es kann eben ein Teufelskreis sein, wenn man immer in dieser intuitiven Ernährung stecken bleibt und sich immer rechtfertigt und dann werden die Darmmikroben sich niemals gesund etablieren können. So, dann noch ein Nachteil der intuitiven Ernährung sind Kindheitserinnerungen, Traumata und so weiter, weil ganz ehrlich, die meisten von uns verknüpfen verschiedene Lebensmittel, verschiedene Mahlzeiten mit irgendwelchen Erinnerungen. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, was jeder kennt, ein Kind weint, ist traurig, ist hingefallen oder war irgendwas passiert und dann wird es getröstet mit einem Eis oder mit einem Schokoriegel oder irgendwas. Und das ist in der Tat fast bei allen bei uns so gewesen in der Kindheit, gehe ich mal schwer davon aus. Oder auch wenn es was anderes ist. Vielleicht warst du bei deiner Oma und es gab immer am Sonntag, was weiß ich, Kartoffelknödel mit dunkler Soße, Bratensoße, sowas bei uns auf jeden Fall. Genau, und diese Erinnerungen, die sind eben so in unserem Gehirn verankert und die sind wirklich verknüpft mit verschiedenen Lebensmitteln. Also Lebensmittel sind mit Erinnerungen verknüpft, mit Traumata, mit Kindheits, mit allem Möglichen kann das verknüpft sein im Gehirn. Und das ist ganz schwierig, da das zu durchbrechen. Also das ist wirklich, das ist nicht einfach. Das ist eine große Arbeit, die mental stattfinden muss. Und das hat nicht nur mit körperlichen Verlangen, nicht nur mit körperlichen
Bedürfnissen zu tun, sondern zum größten Teil wirklich mental. Und da müssen wir wirklich gucken, was ist jetzt zu tun, was muss ich machen, wie muss ich daran jetzt in meinem Kopf auch arbeiten, dass ich diese Verknüpfung eben loswerde und meine Gehirnsynapsen irgendwie neu verknüpfe, weil das ist schwierig, das ist echt schwierig. Und es ist einfach so. Und deswegen, wenn ihr Kinder habt, vorhabt, irgendwann Kinder zu haben, würde ich euch schwer ans Herz legen, dass ihr das eben nicht macht, diese Belohnungsmechanismen einbaut. Das Kind schreit, kriegt ein Eis. Bei meinem Neffe ist es leider auch so. Meine Schwester, die ist 5 Jahre älter. Mein Neffe ist jetzt gerade 3 geworden im Januar. Und sie hat eigentlich immer gesagt, sie will ihn auf jeden Fall gesund ernähren, will das gar nicht erst anfangen, dass er dann irgendwie was kriegt oder so. Und dann, wenn man aber in der Situation ist als Mutter, ich habe jetzt noch leicht reden, ich weiß. Aber wenn man vielleicht in der Situation ist, dann ist man vielleicht doch so überfordert, dass man dann doch nachgibt. Und das sehe ich jetzt leider bei ihr halt auch. Ich habe da nichts, ich kann nichts da reinreden, ich sag nichts, aber ja, leider ist es auch bei ihr so geworden. Und er hatte irgendwie einen schweren Tag, war total müde, hat nicht durchgeschlafen in der Nacht, hat den ganzen Tag nur gequengelt und dann gab es halt ein Eis und dann war die Welt in Ordnung, aber halt nur für kurze Zeit. Und dann hat er ein Schlumpfeneis gekriegt, dieses blaue, keine Ahnung, was da drin ist, nur Chemie. Ich hatte das als Kind auch immer, war mein Lieblingseis. Und dann ist er halt erstmal ruhig gestellt. Das gleiche mit Fernsehen oder irgendwas. Ihr kennt es, ich brauche da nicht drüber reden. Ihr wisst, wie es abläuft bei den meisten Kindern. Und das ist eben ein großes Problem. Da müssen wir schon anfangen bei unseren Kindern. Sowieso, mit allem müssen wir anfangen. Schon bevor die überhaupt zur Welt kommen, müssten wir eigentlich anfangen. Schon im Mutterleib geht es los, dass man mit verschiedenen Dingen in Verbindung gebracht wird. Und das ist eben ganz, ganz schwer aufzulösen. Und dann kann es auch immer so sein, dass das halt fest verankert ist. Und dann sagt man wieder, ha ja, mein Körper will das gerade, ich habe gerade das Verlangen danach, ich brauche das gerade. Und dabei ist es nur so eine Gewohnheit, die man halt einmal durchbrechen müsste. Und das wird dann auch wieder gerechtfertigt und dann ist es ständig wieder das Gleiche, dass man sagt, okay, ich bin es so gewohnt. Also mein Körper sagt mir, mach das, dabei ist es eigentlich nur das Gehirn und dann kommt man da wieder nicht raus und es geht immer weiter und immer weiter und man wird nie aufhören, diese Gewohnheiten mal ja, abzusetzen, abzulegen und das ist halt wieder mal das Problem bei der intuitiven Ernährung. Und dann letzter Nachteil, den ich noch aufgeschrieben habe, ist ein Nährstoffmangel und der kann entstehen, wenn Bedürfnisse eben auch falsch interpretiert werden. Weil wenn man dann, wie gesagt, schon tausendmal jetzt das Beispiel Pizza oder irgendwas isst, da ist halt nicht viel an Nährstoffen drin. Das wissen wir auch alle. Und wenn man halt ständig danach sich ernährt, dann kann es eben leicht, ganz, ganz leicht zu einem Nährstoffmangel kommen. Und ja, das ist halt nicht so lustig. So, das waren die größten Nachteile, die mir eingefallen sind zur intuitiven Ernährung. Und jetzt wollte ich noch kurz darauf eingehen, wann funktioniert sie denn? Also wann funktioniert die Ernährung? Wann würde ich sie empfehlen? Und das ist dann, wenn man mal über einen gewissen längeren Zeitraum eine natürliche pflanzliche Ernährung wirklich erfolgreich durchgeführt hat. Und da meine ich jetzt nicht mal eine Woche vegan gelebt oder so, sondern wirklich ernsthaft die Sache angegangen ist, sich mindestens 6 Monate, mindestens, wirklich gesund ernährt hat, ohne irgendwelche komischen Ausnahmen, ohne Cheat Days, bla bla. Weil der Begriff gesund, der ist ja immer noch breit gefächert. Also manche sagen, ich ernähre mich ja so gesund. Und für mich ist es halt die absolute Höllenernährung. Also deswegen, da ist auch nochmal eine große Bandbreite. Das kann alles sein, eine gesunde Ernährung. Also ich meine wirklich eine Ernährung, die so naturbelassen ist wie möglich. Keine verarbeiteten Produkte. Ihr wisst ja den Ansatz hier bei uns. Und davon gehe ich aus. Wenn das mal wirklich umgesetzt wurde für einige Monate, dann kann das funktionieren. Dann kann man wirklich sagen, okay, mein Körper ist jetzt so clean, ich bin so weit, dass ich auf meinen Körper hören kann. Er signalisiert mir die richtigen Signale und dann macht es auch wirklich alles Sinn. So, dann nächster Punkt, wo man sich dran halten kann, so wie so ein Anhaltspunkt, wo man weiß, okay, jetzt macht es Sinn, ist, wenn wirklich kein Heißhunger mehr auftritt über mehrere Monate. Würde ich auch sagen, 3 bis 6 Monate, kein Heißhungerattacken mehr, keine Süchte mehr, die ihr irgendwie bekämpfen müsst, sondern wenn die wirklich ganz weg sind, dann ist es auch ein gutes Zeichen, dass ihr jetzt wirklich clean seid
euer Körper alles hat, alle Nährstoffe hat und euch auch wirklich dann das Richtige signalisieren wird. Also das ist noch so ein Zeichen, wo man wirklich darauf achten kann. Kommt manchmal noch Heißhunger, kommt keiner mehr. Und wenn keiner mehr kommt, dann habt ihr von mir quasi das Go, jetzt intuitiv euch zu ernähren. Dann dritter Punkt, Anhaltspunkt, an dem man sich richten kann, wenn keine mentalen Herausforderungen vorliegen. Das heißt, wenn ihr gerade super gestresst seid, sei es mit der Arbeit, sei es familiär, irgendwie ihr habt, was weiß ich, eine Trennung hinter euch, jemand ist gestorben in der Familie, das kann ja alles Mögliche sein und das ist auch, das Leben ist halt so. Aber wenn ihr in solchen Situationen dann vielleicht durch den ganzen mentalen Stress so gestresst seid, dass ihr wieder nicht auf eure Signale hören könnt, also dann funktioniert es auch wieder nicht, weil dann viele Menschen, das ist auch bei jedem anders, manche essen dann in solchen Stresssituationen eher sehr wenig, gar nichts teilweise, können gar nicht viel essen und andere versuchen halt sich zu betäuben durch das Essen und sind dann quasi solche Frustesser oder Esser durch Traurigkeit oder was auch immer, Stressesser und dann könnt ihr euch halt wieder nicht auf den Körper verlassen, weil das ist dann eine Ausnahmesituation und dieser Stress, der verursacht dann einfach, dass ihr wieder Signale von eurem Körper bekommt, die so nicht stimmen, also die nicht unbedingt intuitiv sind. Genau. Gut, dann kurz zusammenfassend kann man sagen, dass zuerst mal wirklich eine längere Zeit lang ein gewisser Plan verfolgt werden sollte. Also ich bin generell nicht gegen Pläne. Ich bin weder gegen das eine noch gegen das andere. Ich finde nur, man muss beides zur richtigen Zeit umsetzen. Ich finde durchaus, dass es Sinn macht, wenn man am Anfang mal startet mit einem Plan. Da habe ich auch absolut nichts gegen Kalorienzählen. Im Gegenteil, finde ich super hilfreich, damit man einfach mal so einen Fuß in die Sache bekommt und auch wirklich mal, ja, wenn man das mal wirklich auf Papier gesehen hat, die Zahlen, sich auch wirklich da mal Gedanken macht und das ausrechnet, okay, wie viel brauche ich eigentlich von jedem? Was brauche ich? Wie viel Nährstoffe? Wie viel Kohlenhydrate? Wie viel bla bla bla? Wenn man es einmal aufgeschrieben hat und wirklich einen Plan hat und den konkret verfolgt, dann hat man es irgendwann intus. Also dann entwickelt man automatisch eine Routine und irgendwann ist es eben dann nicht mehr notwendig, irgendeinen Plan zu verfolgen. Dann kann man wirklich auf die intuitive Ernährung übergehen. Und am Anfang ist eben der Plan wichtig. Mimimi, habe heute mein Wasserglas vergessen, aber ich werde es schon noch durchhalten. Genau, das war genau die Zusammenfassung. Man sollte wirklich eine Zeit lang das gemacht haben. Erst mit Plan und dann ohne Plan, intuitiv. Und dann kann man sich auch wirklich auf die Signale des Körpers verlassen. Und es sollte auf keinen Fall jetzt, wenn man sagt, okay, ich starte jetzt mit einem Plan, ich zähle jetzt mal eine Weile Kalorien, ich zähle jetzt mal meine Makronährstoffe, schaue, dass ich wirklich bei 10% ungefähr fett bleibe, dann sollte es auf keinen Fall langfristig das Ziel sein, ständig nach Plan zu leben. Also das ist auch nicht gut. Finde ich auch nicht gut. Also man sollte dann auch irgendwann wirklich von dem Plan wegkommen und das intuitiv auch schaffen. Das wäre so das optimale Ziel. So, jetzt kommen wir noch kurz dazu, die Signale des Körpers richtig zu deuten. Das ist auch ganz wichtig. So, es gibt quasi so zwei große Hauptgruppen, zwei große Probleme, die aufkommen, die der Körper einem als Signal eben signalisiert. Und das ist einmal der Heißhunger auf Süßes zwischen den Mahlzeiten. Das haben ganz viele. Dann gibt es Heißhunger auf Süßes nach den Mahlzeiten. Also, dass man, egal was man gegessen hat, egal wie viel man gegessen hat, man hat immer noch Lust auf was Süßes danach. Und dann gibt es noch den Heißhunger auf stärkehaltige Lebensmittel wie Kartoffeln, Reis, Pasta, Brote, diese, ja, diese dichten, schweren, stärkehaltigen Lebensmittel. Das ist auch oftmals ein großer Punkt, großes Craving, großer Heißhungeranfall, den ganz viele haben. Und dann gibt es noch als weiteres einmal diese Lust auf Fettiges. Also, dass man wirklich so das Gefühl hat, boah, ich muss jetzt irgendwas richtig Fettiges, Kräftiges essen. So, ich könnte jetzt ein ganzes Glas Nussmus auslöffeln oder sowas. Oder ich brauche jetzt ein Stück Butter oder irgendwas, was es auch immer bei euch noch ist. Oder einen fetten Käse. So, genau. Also da haben manche auch richtig krasse Suchtanfälle, sage ich mal. Und bei diesen Dingen, bei diesen Süchten, die ich gerade genannt habe, Süßes zwischen den Mahlzeiten, Süßes nach den Mahlzeiten,
Hunger auf Stärkehaltiges oder Hunger auf richtig Fettiges ist immer die Lösung, ihr esst zu wenig Obst, beziehungsweise die Lösung ist, mehr Obst zu essen. Weil wenn der Körper gesättigt ist mit einfachen Kohlenhydraten, dann werdet ihr diese Heißhungerattacken nicht mehr haben. Ich schwör's euch. Ihr werdet keinen Hunger auf Süßes haben, wenn ihr 10 Bananen gegessen habt. Es tut mir leid. Ich kenne niemanden, der dann noch Süßhunger hat, der dann noch irgendwas braucht. Weil es geht wirklich darum, dem Körper das zu geben, was er braucht. Und wir brauchen in erster Linie einfache Kohlenhydrate. Ohne diese einfachen Kohlenhydrate können wir nicht mit voller Energie im Leben stehen. Und wenn ihr ihm das eben gibt, dann werden die Heißhungerattacken, die werden verschwinden. Und vor allem auch auf Stärke, weil Stärke ist wieder nur Kohlenhydrate in komplizierterer Form. Und in Wirklichkeit, wenn ihr die Kohlenhydrate in erster Linie mit Obst schon gedeckt habt, dann habt ihr kein Bedürfnis mehr auf Kartoffeln, Reis und so. Also das kommt ihr euch dann irgendwann langweilig vor und das ist gar nicht mehr richtig attraktiv, wenn ihr wirklich den Heißhunger mit Obst gestoppt habt. Das ist die einfachste Lösung und trotzdem ist es so schwer für viele, weil immer noch in den Köpfen so verankert ist, Obst macht dick, Obst hat zu viel Zucker. Höchstens 5 Portionen am Tag ist die Empfehlung von WHO absolut absurd, ja? Wenn man auf diese Empfehlungen hört, dann ist man garantiert am Scheitern. Garantiert. Und ja, da könnte ich mich wirklich aufregen, weil was uns empfohlen wird, hält uns halt krank. Das ist halt, ja, die Strategie dahinter. Wie auch immer, das ist auch ein ganz anderes Thema. Ein ganz anderes Thema. Aber wie gesagt, bei diesen Heißhungerattacken immer mehr Obst essen. Und was ist jetzt mehr Obst? Also die meisten denken halt schon, sie essen viel. Wenn ich Leute das erste Mal in meiner Ernährungsberatung habe und dann lasse ich sie immer ein Ernährungstagebuch schreiben für 2 bis 3 Tage. Und viele sagen mir am Anfang, ja, ich esse schon ganz viel Obst. Und was steht dann auf meinem Ernährungstagebuch? Morgens 2 Äpfel als Snack, eine Banane. Ein Apfel hat je nach Größe natürlich circa 50 Kalorien. Was denkt ihr, wie man davon leben soll? Nicht, gar nicht. Und natürlich habt ihr dann am Abend, wenn ihr den ganzen Tag nur 2 Äpfel und eine Banane gegessen habt, natürlich habt ihr dann am Abend Heißhunger auf Stärke oder Kartoffeln, weil der Körper einfach was richtig Kalorienreiches braucht, weil er sagt euch, hey, ich brauche noch Energie, ich hab's nicht, ich habe nicht genug bekommen, gib mir ganz schnell. Und dann kommt eben auch diese Lust auf Fettiges, weil Fette haben ja anders wie Kohlenhydrate und Eiweiße 9 Kalorien pro 100 Gramm. Die anderen beiden Makronährstoffe nur 4 Kalorien. Und somit hat man mit Fetten halt am schnellsten dann das Bedürfnis gestillt. Und das weiß der Körper. Der Körper ist immer schlau und arbeitet immer für euch und nicht gegen euch. Und er möchte euch in dem Moment wirklich retten und sagen, hey, ich brauche jetzt ganz, ganz schnell Energie. Und zwar so schnell wie möglich, so viel wie möglich. Genau. Und wenn ihr da vorbeugt und dann sind es halt mal 10 Bananen statt eine. Oder dann sind es halt mal eine Schale voll Äpfel statt 2. Und da muss man auch wirklich wieder am Kopf arbeiten. Das ist eine mentale Umstellung. Man muss sich trauen, was zu tun, was sonst niemand tut, weil die Leute essen so nicht. Die Umwelt ist nicht dafür gemacht. Unsere Umgebung ist nicht dafür gemacht, dass wir uns obstbasiert ernähren. Das wird immer noch leider als absurd angesehen. Man wird angeschaut, als wäre man verrückt, als wäre man hier der Alien auf Erden. Und damit müsst ihr euch abfinden. Also erst wenn man sich damit abfindet, dann kann man wirklich erfolgreich sein. So, dann nächstes Signal des Körpers ist Heißhunger auf Salziges. Das hatten wir auch schon kurz angesprochen. Das ist dann die einfache Lösung. Ihr braucht